schöner Tag und ich bin so aufgeregt. Heute gehen Mama und ich zur Schule und dann melden wir mich in der Schule an. Ach, das wird bestimmt mega spannend. Ach, Mama, ich bin so aufgeregt. Ja, Linus, ich auch. Gehen wir jetzt sofort los? Du willst dich doch vorher noch anziehen oder willst du so nackig zur Schule gehen? Ach ja, stimmt. Das sollte ich vorher tun. Und frühstücken musst du auch noch. Ich bin so nervös. Hab richtig Bauchweh. Hoffentlich werde ich auch in der Schule angenommen. Oh, das wäre schrecklich, wenn ich in der Kita bleiben müsste. Und alle meine Freunde sind in der Schule. So, jetzt noch die Haare schön kämmen. Und dann bin ich, glaube ich, sauber genug. Können wir jetzt endlich los? Nein, wir können erst ab 10 Uhr hinstanden auf dem Zettel. Du musst dich noch kurz gedulden. Na toll, jetzt muss ich auch noch warten. Ach, Fussel, ich freue mich so auf die Schule. Das wird bestimmt mega cool. Aber die Kita werde ich auch irgendwie vermissen. Gerade Silke war immer so nett zu mir. Sie wird mir fehlen. Hoffentlich bekomme ich einen netten Lehrer. Aber Emma geht ja dann auch in die Kita. Dann kann ich Silke ab und zu auch mal besuchen und sie noch sehen. So, Linus, wir können jetzt auch los. Juhu, na endlich. Schau mal, Mami, da vorne ist Opi. Na, mein Junge, wo willst du denn hin? Stell dir mal vor, Opi, ich gehe zur Schule und Mama meldet mich da an, damit ich nach den Sommerferien auch zur Schule gehen kann, wie die anderen Kinder und super viel lernen kann. Na, das hört sich aber toll an. Da ist der Opa aber sehr stolz, dass er schon so einen großen Enkel hat. Viel Spaß und Glück. Ach, der Opi ist immer so lieb. Ja, das stimmt, Linus. So, komm weiter. Oh, wow. Hier ist ja sogar eine Bushaltestelle. Da kann ich ja immer mit dem Bus zur Schule fahren. Aber Linus, so weit ist die Schule doch gar nicht. Du kannst laufen oder nachher mit dem Fahrrad fahren. Oh, das ist aber alles ganz schön groß hier. Ja, und schau mal, Linus, da hinten wird noch ein neues Gebäude gebaut. Echt toll. Guten Morgen, kann ich Ihnen helfen? Suchen Sie irgendwas? Oh ja, gerne. Wir suchen das Schulsekretariat. Können Sie mir bitte sagen, wo ich das finde? Oh ja, natürlich. Das ist ganz einfach. Sehen Sie da vorne das Gebäude? Das kleine da mit der Bank? Das ist das Sekretariat. Oh ja, vielen Dank für Ihre Hilfe. Na, der war ja ganz nett, oder? Findest du? Ich fand ihn irgendwie komisch. Und wo sind eigentlich die ganzen Kinder hin? Ach Quatsch, du bist nur total aufgeregt. Der war super nett. Und die Kinder? Na, die sind alle in ihren Klassenzimmern und lernen, Linus. So ist das in der Schule, da spielt man nicht den ganzen Tag. Na, schau mal, da ist ja auch schon das Sekretariat. Und Linus, sollen wir reingehen? Bist du dir ganz sicher, dass du zur Schule willst? Du kannst auch gern noch ein Jahr in der Kita bleiben. Da stört kein. Mich nicht, Papa nicht und Silke auch nicht. Nein, ich will in die Schule. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Moin, ich wollte meinen Sohn in der Schule anmelden. Bin ich da bei Ihnen richtig? Goldrichtig. Setzen Sie sich doch bitte. So, haben Sie denn auch das Anmeldeformular mit? Ja, natürlich. Also, du junger Mann, möchtest du also in die Schule kommen? Das freut mich immer sehr. Ich bin Frau Schütte und ich leite hier das Büro. Ja, also ich würde schon gerne in die Schule kommen. Das ist ja schön. Sag mir doch mal eben, wie du heißt. Ich heiße Linus. Linus Fröhlich. Und wo wohnst du, Linus? Ich wohne im Peter-Lustig-Weg 8. Oma sagt immer, die 8, die lacht. Das ist ja witzig. Sehr gut, Frau Fröhlich. Haben Sie Ihren Ausweis dabei? Sie sind doch die Mutter, oder? Ja, klar. Einen kleinen Moment bitte. Super, das passt ja alles. Sieht alles gut aus. Ich merke Ihren Sohn Linus denn jetzt auch bei der Schuluntersuchung vor. Ich gebe Ihnen da noch einen Flyer mit, aber wo sind die ganzen Flyer denn? Mann, das gibt's doch gar nicht. Hier vorne? Ah, hier. Sie sollten da jetzt bald einen Termin machen. Ja, das mache ich. Vielen Dank. Es wäre sehr gut, wenn das Ganze noch im April passiert. Okay, kein Problem. Ich rufe da sofort an, wenn wir zu Hause sind. Na, Linus, du gehst da auch bestimmt in die Kita Löwenzahn. Das ist ja gleich in der Nähe von deinem Wohnort. Ja, genau. Ich gehe in die Kita Löwenzahn. Na, da bist du ja bei meiner Schwester in der Kita. Bei ihrer Schwester? Ja, Silke ist meine kleine Schwester. Ach, wie cool ist das denn? Das wusste ich ja gar nicht. Ja, die Welt ist klein. Aber sag mal, gehen noch mehr Kinder aus deiner Kita jetzt zur Schule im Sommer? Ja, Greta, Nils, Hanna, Jonas und... Nee, du darfst nur einen Namen sagen. Mit wem würdest du denn gerne in eine Klasse gehen wollen? Oh je, nur ein? Na denn... Oh, na denn ganz klar Hanna. Ja, also Hanna Kruse. Super, dann war es das auch schon. Ich freue mich, dich im Sommer hier zu sehen.
Sie bekommen dann noch einen Brief nach Hause mit Einschulungsdatum und weiteren Infos. Das passiert aber erst nach der Schuluntersuchung. Bitte kümmern Sie sich schnell drum. Das war es schon? Ja, so eine Schulanmeldung geht richtig schnell. Alles ist nun in die Wege geleitet und wenn Linus die Schuluntersuchung meistert, steht von der Schulseite nichts mehr im Weg. Er kann dann gerne nach dem Sommer zu uns kommen. Wow, die war aber nett, oder? Jetzt bist du schon fast ein Schulkind. Wusstest du, dass Silkes Schwester hier arbeitet? Nee, das wusste ich gar nicht. Können wir nun ganz schnell einen Termin für diese Untersuchung machen? Bitte. Ja klar, machen wir sofort, wenn wir zu Hause sind. Hallo Kinder und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Playmo-Geschichten. Wollt ihr ein Video zur Schuluntersuchung? Dann gebt diesem Video doch bitte einen Daumen nach oben. Hat es euch gefallen, dass heute am Montag ein Video gekommen ist? Dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Wisst ihr noch, wie ihr euch in der Schule angemeldet habt? Ja, lasst uns doch auch gerne wissen. Ansonsten verlinke ich euch hier vorne mal eine Playlist, wo wir ein paar Geburtstage gefeiert haben. Und hier unten verlinke ich euch nochmal meinen allerersten Kita-Tag. Ach, das war auch so aufregend, oder? Ansonsten vergesst auch bitte nicht, Playmo-Geschichten zu abonnieren. Das könnt ihr kostenlos machen und ihr verpasst kein Video mehr. Wenn ihr Lust habt, abonniert doch auch bitte die Glocke. Ich meine nicht abonnieren, sondern wie nennt man das? Aktivieren. Ja gut, dann aktiviert halt die Glocke. Dann verpasst ihr auf jeden Fall gar kein Video mehr von uns. Ansonsten guckt gerne mal ins Community-Tab hier bei YouTube rein. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dann, tschüss!